liebe Mitglieder der österreichischen Schilddrüsengesellschaft, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie zum heutigen Online-Schilddrüsendonnerstag der österreichischen Schilddrüsengesellschaft. Das heutige Thema, der heutige Abend hat eine Vorgeschichte, die möchte ich Ihnen erzählen. Im Jänner dieses Jahres war geplant, im Rahmen der Jahrestagung der österreichischen Gesellschaft für Nuklearmedizin und molekulare Bildgebung gemeinsam mit der österreichischen Schilddrüsengesellschaft eine Sitzung abzuhalten. Der Kongress musste leider abgesagt werden und die Sitzung hat aus diesen Gründen nicht stattgefunden. Und das holen wir heute im Rahmen unseres Online-Schilddrüsendonnerstags nach. Das Thema ist die Bildgebung und Theranostik beim jodnegativen Schilddrüsenkarzinom. Ähnlich wie bei der medikamentösen Behandlung von Patienten in dieser Gruppe, die ja immer personalisierter und individualisierter wird, ist es auch bei der nuklearmedizinischen Behandlung. Den Hauptvortrag, die Einführung und Übersicht wird Martha Hoffmann halten. Martha Hoffmann war viele Jahre Leiterin der Therapiestation an der Universitätsklinik für Nuklearmedizin am AKH Wien und ist heute Leiterin der Nuklearmedizin am Radiology Center in Wien. Anschließend wird Siros Mirsay, der Leiter der Nuklearmedizin der Klinik Otterkring, zwei Fallberichte präsentieren. Patienten wurden mit Lutetium 177 Dotadoc behandelt. Unser Diskutant, und darüber freuen wir uns alle sehr, ist Andreas Bokisch. Er war bis zu seiner Emeritierung Vorstand der Universitätsklinik für Nuklearmedizin am Universitätsklinikum Essen. Einer seiner Schwerpunkte war die multimodale Behandlung von Schilddrüsenkarzinomen und er ist immer noch aktiv als Koordinator der S3-Leitlinie Schilddrüsenkarzinom der Deutschen Gesellschaft für Nuklearmedizin, die Ende 2021 erscheinen wird. Liebe Martha, ich bitte um deinen Vortrag. Auch von mir ein herzliches Willkommen zu diesem Schilddrüsen-Donnerstag. Niki Buchinger, herzlichen Dank für die Einladung. Der Dank ist mit einem leicht weinenden Auge ausgesprochen, denn als ich dir nach unserem freundlichen Telefonat zugesagt habe, weil ich dich wirklich gern unterstütze bei diesem Format, das ja doch sehr spannend ist, habe ich den Premierenkalender des Burgtheaters überhaupt nicht im Kopf gehabt. Ich weiß auch nicht, ob es den damals wirklich schon so in der Form gab. Und dabei übersehen, dass mir für heute eine persönliche Einladung zu den Geschichten aus dem Wienerwald ins Haus flattern würde. Die Einladung habe ich mit einem weinenden Auge abgelehnt, aber mit einem lachenden Auge bin ich jetzt hier und freue mich sehr auf diesen sicher spannenden Diskussionsabend mit Herrn Bokisch aus Essen. Willkommen in Wien oder online in Wien und mit Siros Mirsay von der Klinik Otterkring. Um den spannenden Diskussionsabend zu beginnen, möchte ich ein paar Hintergründe erzählen über die Bildgebung und Theranostik beim radiojodnegativen Schilddrüsenkarzinom. Was heißt hier radiojodnegativ? Vielleicht sollte man besser jodrefraktär sagen, denn nicht jedes Schilddrüsenkarzinom, differenziertes Schilddrüsenkarzinom, das nicht mehr mit Jod behandelt wird, nimmt auch wirklich nicht mehr Jod auf. Dazu gab es einerseits sehr heiß diskutierte Statements oder Empfehlungen in den amerikanischen Leitlinien zum Schilddrüsenkarzinom. Da das so heiß diskutiert wurde, folgten zwei Meetings auf Martinique, wo sich die Größen der Schilddrüsenkarzinom-therapeutisch tätigen Mediziner von Amerika und von Europa getroffen haben und ein Statement verfasst haben, das sich eben auch um das radiojodrefraktäre Schilddrüsenkarzinom kümmert. Es wurden 5 Szenarien ausgewählt, bei denen man darauf schließen kann, dass ein metastasiertes Schilddrüsenkarzinom
nicht mehr mit Jod 131 behandelt werden sollte. Natürlich ist es dann, wenn es keinen Jod-Uptake im posttherapeutischen Scan gibt. Es ist aber natürlich auch dann, wenn es keinen Jod-Uptake im diagnostischen Ganzkörperscan gibt. Wenn einzelne Metastasen nur Jod aufnehmen und andere Metastasen nicht, spricht man auch von einem jodrefraktären Schilddrüsenkarzinom. Hier gibt es allerdings Einschränkungen. Man könnte ja, wenn das nur eine Metastase ist, ein lokalablatives Verfahren anwenden oder chirurgisches Verfahren und den Rest trotzdem mit Jod behandeln. Wenn trotz Jod-Uptake die Schilddrüsenkarzinom-Metastasen weiter voranschreiten, spricht man auch von einem jodrefraktären Schilddrüsenkarzinom. Hier sieht man schon, das wäre dann kein Jod-Negatives, aber trotzdem jodrefraktär. Dann gibt es diese ominöse Zahl von 22,2 Gigabecquerel ab einer kumulativen Jod-131 therapeutischen Dosis und weiterer Progredienz wird vorgeschlagen, dies auch als jodrefraktär zu sehen. Hier hat die nuklearmedizinische Community natürlich sehr widersprochen. Aus meiner Sicht ist es trotzdem eine Zahl, ab der man zumindest nachdenken sollte, ob man ein Schilddrüsenkarzinom weiterhin mit Jod behandelt. Aber ich habe selber Schilddrüsenkarzinome bis weit über ein Curie behandelt und es hat den Patienten auch gut getan. Diese 600 Millicurie oder eben 22,2 Gigabecquerel kommen aus dieser Publikation unter anderem und die zeige ich Ihnen jetzt deshalb, weil warum kümmern wir uns überhaupt darum, warum ist es so wichtig zu erkennen und zwar frühzeitig zu erkennen, ob ein Patient ein jodrefraktäres Schilddrüsenkarzinom hat. Das sieht man hier sehr gut an dieser Überlebenskurve. Wenn ein metastasierter Schilddrüsenkarzinom-Patient noch jodavide Metastasen hat und diese auch auf die Therapie ansprechen, dann hat er eine deutlich bessere Überlebenschance, als wenn er keinen Jod-Uptake hat. Was ich aber sehr spannend finde, ist diese Kurve hier. Der Jod-Uptake ist gegeben, der Patient zeigt aber kein therapeutisches Ansprechen mehr auf Radiojod. Genau diese Charakteristika, die wir eben gerade besprochen, kennengelernt haben. Wenn man das weiß, ist es natürlich klar, dass es gerade für diese zwei Patientengruppen extrem wichtig ist, frühzeitig mit einer neuen oder einer anderen Therapieform zu beginnen. Wie kann man jetzt feststellen, ob ein Patient progredient ist, trotz Jodpositivität vielleicht sogar oder wenn er jodnegativ ist? Hier hat sich das FDG-PET-CT herauskristallisiert als sehr wichtige Methode, um zum Beispiel festzustellen bei einem Patienten, der hier eindeutig jodpositiv ist, dass er keine weiteren FDG-positiven Metastasen hat. Und hier ein Patient, der im Jodscan negativ dargestellt ist, aber doch eindeutig viele, viele FDG-positive Metastasen hat. Und hier kommen wir zu einer zweiten prognostischen Wertigkeit, nämlich die FDG-Negativität hat ein signifikant besseres Überleben beim differenzierten Schilddrüsenkarzinom als die FDG-Positivität. Und dies, muss ich dazu sagen, unabhängig vom Radiojod-Uptake. Das heißt das für mich, ich würde noch ein Kriterium hinzufügen zur Jodrefraktarität, nämlich der signifikante Uptake in progredienten Läsionen beim differenzierten Schilddrüsenkarzinom. Das heißt, auch das wäre für mich ein Grund, auch wenn die Läsionen noch jodavid sind, den Patienten zusätzlich eine Therapie anzubieten. Das sieht man auch in dieser Arbeit sehr schön, in diesen zwei Arbeiten aus der Arbeitsgruppe von unserem Ehrengast, unserem Diskutanten aus Essen. Wir sehen hier, dass die FDG-Avidität, das heißt der SOV-Max mit der Höhe des Thyroglobulin korreliert. Das ist eine Arbeit von 90 metastasierten Patienten, die eben jodrefraktär dargestellt sind. Und da schaut man sich an, wie wirkt sich der FDG-PET-CT auf das weitere Management dieser Erkrankung aus.
kommt ja zu einer Änderung des Therapiemanagements und in diesem Fall ja bei 21% der Patienten immerhin. Die kombinierte Anwendung von Jod-124 PET-CT und FDG-PET aus derselben Arbeitsgruppe untersucht an 21 Patienten zeigt sehr gut, dass bei einem Patienten auch beides möglich ist. Eine Metastase ist FDG und Jodavid, andere Metastasen sind noch differenzierter und nur Jodavide. Und hier bin ich schon bei meinem nächsten Thema, denn ich lasse jetzt die zugelassenen Tyrosinkinase-Inhibitoren aus, denn das ist nicht das Thema dieses Schilddrüsen-Donnerstags, sondern jetzt geht es darum, was kann ich anbieten im theranostischen Sinne. Und was heißt Theranostik denn eigentlich? Ich möchte in Erinnerung rufen, das ist eine Wortkombination, das heißt ein sogenanntes Kofferwort oder Schachtelwort aus Therapie und Diagnostik und bezieht sich eben auf Medikamente, die nicht nur zur Behandlung, sondern auch zur Sichtbarmachung von Tumoren verwendet werden können. Ich sage das extra so allgemein und beziehe mich nicht nur auf Radiopharmaka, denn Theranostik ist kein rein nuklearmedizinischer Begriff, auch wenn wir das gerne so verwenden und gerne so sagen würden. Die Theranostik ist also eine individualisierte, labormedizinische, molekularbiologische oder bildgebende Diagnostik, deren Ergebnisse dann die Grundlage für eine spezifische Therapie sein können. In so einer Anpassung der Therapie ans Krankheitsstadium, an genetische Prädispositionen, an Bildgebung oder eben auch an die Wirksamkeit eines Medikamentes sind. Die Urform der Theranostik ist das radioaktive Jod. Wenn ein Patient nach einer Schilddrüsenoperation mit differenziertem Schilddrüsenkarzinom einen Radiojodscan hat, dann kann man mit diesem einerseits ein Staging erwirken und andererseits kann man den Patienten dann schon der Behandlung zuführen, der entsprechenden, nämlich eben Radiojod oder nicht. Wir wollen aber nicht über das Radiojod sprechen, sondern wir wollen über die Möglichkeiten der Theranostik sprechen, wenn ein Patient mal jodrefraktär ist. Und hier kommt die Radiopeptidtherapie, die Radioligantentherapie ins Spiel. Die älteste bekannte Form davon ist die Radiopeptidtherapie, die gerichtet ist gegen die Somatostatinrezeptoren auf Zelloberflächen. Hier deshalb im Goldrahmen ein sehr bekanntes Prinzip. Wir haben die radioaktive Substanz, das Radionuklid. Wir haben den Binder, das ist üblicherweise eine Metallformation. Und wir haben hier die Tumorzelle mit einem Target, einem biologischen, in dem Fall der Somatostatin-Rezeptor, an den dann diese Verbindung bindet und entweder diagnostisch oder therapeutisch oder sogar diagnostisch und therapeutisch genutzt werden kann. Ich beginne im Jahr 2003 mit einer Übersichtarbeit über die damals sage ich, das klingt ja überheblich, so meine ich das überhaupt nicht, aber ich möchte das ein bisschen geschichtlich aufbauen, damit man sieht, dass sich das relativ rasch alles entwickelt hat. Es begann mit der Darstellung des Somatostatins, ja, und das Somatostatin, das mit der Medikation Octreotide, das ist sozusagen ein Somatostatin-Analogon, behandelt sozusagen Tumore, die Rezeptoren aufweisen, Somatostatin-Rezeptoren, konnten mit diesem Octreotide behandelt werden. Und dann war es ein kurzer Schritt, nur dieses Octreotide oder Pentreotide mit Indium zu verbinden, mit einem DTPA als Bindeglied, und das zur Diagnostik, aber auch schon zur Therapie anzuwenden. Die nächsten Substanzen, die entwickelt wurden, waren Yttrium-90, Dotatoc. Das ist schon eine therapeutisch wirksame Substanz, ein reiner Beta-Strahler, nicht ganz rein. Er hat auch positronen-emittierende Strahlenanteile, was eine Möglichkeit gibt, einen posttherapeutischen PET-CT zu machen. Dann kamen schon die nächsten Substanzen, Lutetium, Dotatate als Therapeutikum und auch Diagnostikum. Man kann einen guten posttherapeutischen Scan machen. Oder, und das ist wohl momentan sozusagen eine sehr, sehr wichtige Entwicklung, das Gallium-68 Dotatoc als Ersatz
als PET-Tracer-Ersatz für die Indium-Oktretide-Scintigraphie. Soweit ich weiß, noch die einzige zugelassene Substanz zur Diagnostik. Von diesem Indium-Oktretide, Pentetriotide, Octreoscan, gibt es aber schon viel mehr Tracer-Entwicklung. Wir sind hier in einer rezenten Überblicksarbeit aus dem Jahr 2020. Es gibt zum Glück auch schon technetium-markierte Somatostatin-Rezeptor-Analoga, die Gallium-Somatostatin-Rezeptor-Analoga in verschiedensten Formen. Ich werde Ihnen auch nachher gleich sagen, warum das so wichtig ist, dass es so viele verschiedene gibt. Wir werden vielleicht später dann hören, dass es für die Diagnostik auch die kupfermarkierten Analoga einen Stellenwert haben. Und worauf ich mich sicher freue, nicht nur ich, sondern viele andere, die mit PET-CT arbeiten, auf die in der Entwicklung befindlichen F-markierten SSR-Analoga. Warum ich vorhin gesagt habe, es ist vielleicht wichtig, dass es viele verschiedene Analoga gibt. Es gibt nämlich auch verschiedene Somatostatin-Rezeptortypen, insgesamt 5. Und man sieht hier in dieser Darstellung, dass die ganz unterschiedlich verteilt sind im Körper. Und somit kann man sich vorstellen, dass sie auch auf Tumorzellen unterschiedlich verteilt sind. Und diese Rezeptoren haben, und dann eben auch das Somatostatin, das durch diese Rezeptoren in die Zelle eintritt, haben eine Wirkung auf die Apoptose, auf die Proliferation und natürlich auf die Hormonsekretion in verschiedensten Zellen. Langsam bewege ich mich auf den Schilddrüsenkrebs zu, denn darum geht es hier, das differenzierte Schilddrüsenkarzinom. Ich habe Ihnen hier immunhistochemische Färbungen vom Somatostatinrezeptor Typ 2 dargestellt. Man sieht, in der normalen Schilddrüse haben wir davon fast gar nichts. Das hat man auch vorhin auf dem gesunden Überblicksbild gesehen. In verschiedenen Schilddrüsenkarzinomzellen, follikulär, papillär, wenig differenziert, medullär und Hürtelzellkarzinom. Darauf möchte ich ein bisschen hinweisen. Da sieht man schon, dass das eine sehr, sehr deutliche Expression hat. Was mir auch gut gefallen hat, das ist vielleicht hier noch gut zu sehen, dass alle Rezeptoren beim gut differenzierten und beim wenig differenzierten Schilddrüsenkarzinom in ganz unterschiedlicher Dichte dargestellt sind. Und damit ergibt sich auch die Klarheit darüber, dass natürlich unterschiedliche histologische Formen des Schilddrüsenkarzinoms unterschiedlich im Somatostatinrezeptor-Scan dargestellt sind und damit auch unterschiedlich für die Therapie fungieren. In dieser Arbeit aus dem Jahr 2001, wo noch mit Indium-Pentetriotide natürlich gearbeitet wurde, wurde an 48 Patienten auch diese Arbeit wieder von unserem heutigen Mitdiskutanten oder Diskussionsleiter wahrscheinlich sogar oder Hauptdiskutanten, weil er einfach wahnsinnig viel Erfahrung auf diesem Gebiet hat. Das sieht man einfach an der Zusammenstellung meiner Arbeiten, die ich hier bringe. Und ich freue mich wirklich sehr, dass er heute da ist, muss ich noch einmal betonen. 48 Patienten mit rezidivierten oder metastasierten differenzierten Schilddrüsenkarzinom wurden untersucht, sowohl mit FDG-PET als auch mit dem Indium-Pentetriotide, mit Octreoscan. Man sieht ja, ich bin kein Roboter, ich stolper immer wieder über manche Worte, aber das macht es hoffentlich lebendiger. Jod-negativ, positiv in den Lungenmetastasen. Hier sieht man auch in der dorsalen Darstellung in einigen Knochenmetastasen ein positiver Punkt in der Scintigraphie im PET-CT deutlich mehr zu sehen. Was mich bei diesem Patienten wundert, das ist für mich auch ein Zeichen, dass er doch deutlich entdifferenziert, also wenig differenziert ist. Das CG ist gar nicht so hoch für eine solche Menge an Metastasen. Was in dieser Arbeit noch schon vorgestellt wurde, und das finde ich sehr spannend aus zweierlei Hinsicht, ein therapeutisches Herangehen, ein 51-jähriger Patient mit Hürtelzellkarzinom, Sie erinnern sich, eine sehr hohe Dichte an Somatostatinrezeptoren, wurde mit Yttrium-90 behandelt und man sieht hier, es wurden nur 2 Zyklen angewendet, spannend, und das kennen wir alle von der Radiopeptidtherapie,
das biochemische Ansprechen nach der zweiten Therapie doch schon deutlich. Hier hat man aber dann offensichtlich die Geduld verloren, beziehungsweise bei einer physiologischen Anreicherung in der Leber und gleichzeitig Lebermetastasen ist auch verständlich, dass hier die Chemoembolisation zum Tragen kam. Spannend habe ich gesagt, aus zweierlei Hinsicht, wir sind hier im Jahr 99, es waren noch keine Tyrosinkinase-Inhibitoren zugelassen, das heißt, es wurde mit Chemotherapie, mit Hyperthermie gearbeitet und natürlich mit externer Radiation. Hier schon die Nachfolgesubstanz der PET-CT-Tracer, selbe Arbeitsgruppe, Gallium 68, Dotatop PET-CT bei Patienten, die nicht nur jodnegativ, sondern auch FDG-negativ sind. Und bei diesen Patienten sieht man, dass die follikulären Schilddrüsenkarzinome, wenn sie auch noch FDG-negativ sind, auch im Dotatop negativ sind. Wirklich gute Dotatop-Positivität zeigt sich in den wenig differenzierten bzw. Oxyphin-Patienten. Es war eine retrospektive Analyse von 15 Patienten und ich fand das sehr interessant, dass man hier die FDG-Negativität als Voraussetzung nahm. Diese Arbeit aus dem Jahr 2014 hat 41 Patienten untersucht, diese waren jodnegativ im Unterschied zur vorigen Studie. Bei diesen Patienten die Dotatop-Positivität nicht nur dann wichtig, wenn es FDG-negativ ist, sondern ganz im Gegenteil, man hat sich hier angeschaut, wie schaut es aus, wenn ein Patient in beiden Tracern positiv ist. 24 Patienten waren dann im Dotatop PET-CT positiv, 13 davon wurden vom Tumorboard für passend für eine Radiopeptidtherapie vorgeschlagen oder bewertet, 11 davon wurden dann auch therapiert und von diesen zeigten immerhin 7 ein Therapieansprechen im Sinn einer Stabilisierung der zuvor progredienten Erkrankung. Dass das alles immer noch sehr interessant ist, zeigt, dass im heurigen Jahr eine Meta-Analyse, eine Literatur-Meta-Analyse durchgeführt wurde, wo sich eben um die Effektivität der Radiopeptidrezeptortherapie beim metastasierten differenzierten Schilddrüsenkarzinom, aber auch beim medullären Schilddrüsenkarzinom untersucht wurden. Es waren insgesamt 22 Publikationen zum differenzierten Schilddrüsenkarzinom, 24 zum medullären Schilddrüsenkarzinom. Und man sieht, das Ansprechen zumindest im Sinne einer Stabilisierung der Erkrankung ist okay. In Einzelfällen einer Anwendung sicher zuzuführen und dies zumindest anzubieten. Bei medullären Schilddrüsenkarzinom ein wenig besser. Hiermit möchte ich das Thema Radiopeptidtherapie mit Somatostatinrezeptor gerichteten Therapien beenden. Freue mich jetzt schon auf die 2 Fallberichte aus der Klinik Otterkring und möchte mich einem anderen Tracer noch zuwenden. Die Nuklearmediziner unter uns werden es erkennen, das PSMA, aber PSMA heißt auf prostataspezifisches Membranantigen. Wieso will ich mich da jetzt mit dem Schilddrüsenkarzinom und dem PSMA beschäftigen? Nun, weil sich auch andere schon damit beschäftigt haben und festgestellt haben, dass die PSMA-Expression die Aggressivität und somit die Prognose beim differenzierten Schilddrüsenkarzinom vorhersagen kann oder darstellen kann. Warum ist das so? Wir haben natürlich keine prostataspezifischen Membranantigenrezeptoren an der Zelloberfläche der Schilddrüse, aber man ist draufgekommen, dass dieses ein wichtiges Membranprotein in Endothelzellen der Neovaskularisation von aggressiv wachsenden soliden Tumoren ist. Die Neoangiogenese, die ja ein Zeichen, wenn sie sehr deutlich ausgeprägt ist, für die Aggressivität eines Tumors ist, kann man also somit darstellen und damit ist eigentlich der Titel schon erklärt. In dieser Literaturübersicht, auch wieder eine Meta-Analyse, es wurde in vielen
Publikationen nachgesehen, welche Karzinomtypen wurden denn alle schon untersucht. Und zwar wurden 7 Karzinomtypen herausgenommen, wo auch das differenzierte Schilddrüsenkarzinom dabei ist. Man hat sich diese Zellen genauer angeschaut, einerseits immunhistochemisch, andererseits, wie schauen die PSMA-PET-CT dann aus und sind sie für eine PSMA-Therapie geeignet. Das differenzierte Schilddrüsenkarzinom, es waren insgesamt 209 Patienten und man hat festgestellt, dass weder im Primärtumor noch in den Metastasen PSMA direkt an den Zelloberflächen informiert wird. Naja, das haben wir eh schon gesagt. Aber zu einem sehr großen Teil der Primärtumore, nämlich 74%, hatten PSMA-Rezeptoren an der Oberfläche in der Neovaskularisation, sozusagen in den Endothelzellen der tumorversorgenden Gefäße und 100% bei den Metastasen. Beim anaplastischen Schilddrüsenkarzinom haben wir eine 63-prozentige Positivität und beim medullären Schilddrüsenkarzinom eine 83-prozentige Positivität. Das heißt, das ist vielversprechend, das kann man schon verwenden. Und jetzt möchte ich Ihnen noch ganz kurz eine Arbeit vorstellen, wo 5 Patienten, die Gallium-PSMA-PET-CT positiv waren, untersucht wurden, ob sie geeignet sind für eine Therapie. 3 Patienten wurden für die Therapie als geeignet herangezogen. 2 Patienten erhielten dann auch 2 Zyklen Lutetium-PSMA, jeweils 6 Gigabecquerel. Ich zeige Ihnen ganz kurz die Ergebnisse, die nicht so vielversprechend sind wie ursprünglich angenommen, aber es sind auch nur 2 Patienten. Bei diesem Patienten sieht man zwar ein TG ansprechen. Seltsamerweise haben sich allerdings die TG-Antikörper während der Therapie deutlich nach oben bewegt, was möglicherweise auch eine Erklärung für das Ansprechen mit dem TG ist. Allerdings hatte dieser Patient auch ein Therapieansprechen im CT. Das heißt, es sind die Metastasen vorübergehend kleiner geworden, dann allerdings auch wieder größer. Und dieser Patient hat eigentlich kein Ansprechen gezeigt, der zweite Patient. Es ist das TG weiter angestiegen und es sind auch die Tumore nicht kleiner geworden und sind in ihrem Wachstum nicht gebremst worden. Spannende Zeiten aber, die auf uns zukommen mit diesen Möglichkeiten. Da möchte ich noch ein ganz rezentes Interesting Image zeigen, wo eben so interessant ist das immer noch in der Welt der Onkologie oder der klinischen Nuklearmedizin, FDG-PET, Gallium-Dotatop und PSMA in einem metastasierten Patienten. Man sieht wirklich hier die Heterogenität sehr gut, am deutlichsten speichernd im PSMA, dann andererseits am deutlichsten speichernd hier im FDG. Das heißt, in Wahrheit müssen wir uns wahrscheinlich bei der individualisierten Therapie auf eine lesionenindividualisierte Therapie einlassen in der Zukunft und gar nicht eine patientenindividualisierte Therapie. Und damit bin ich am Ende und möchte kurz zusammenfassen. Natürlich, in erster Linie wird ein Schilddrüsenkarzinompatient mit Radiojod behandelt. In zweiter Linie mit den zugelassenen systemischen Therapeutikern, die heute kein Thema waren, die Tyrosinkinase-Inhibitoren. Es gibt mittlerweile 3 davon für das differenzierte Schilddrüsenkarzinom und 2 für das anaplastische Schilddrüsenkarzinom. Die zukünftigen Alternativen, natürlich die radioliganten Therapien, wo wir jetzt 2 schöne Beispiele davon hören werden. Und worauf ich mich auch freuen werde, die Möglichkeiten der Redifferenzierung mit Tyrosinkinase-Inhibitoren, mit BRAF-Inhibitoren und MEK-Inhibitoren. Und jetzt freue ich mich auf die Fallpräsentationen und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde der OSDG, vielen herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Vortrag. Ich möchte Ihnen heute 2 Fälle präsentieren, bei denen wir wegen einem J-negativen Schilddrüsenkarzinom eine Lutetium-Dotatop-Therapie vorgenommen haben. Zum Fall 1. Es handelt sich um einen 65-jährigen
männlichen Patienten mit folgender Vorgeschichte. 1996 wurde laut einem Arztbrief eine Szintigraphie durchgeführt. Dort wurde eine Stroma diffusa ohne Anhaltspunkt für heiße bzw. kalte Knoten beschrieben. 2 Jahre später wird eine Feinnadelpunktion bei ihm durchgeführt von der Schilddrüse, die einen benignen Befund ergab. Etwa 10 Jahre später wird in einem Arztbrief eine echoarme Struktur wie bei Autoimmuntiroiditis der Schilddrüse beschrieben, mit einem 2 cm zystischen Knoten rechts von und Szintigraphie empfohlen und die Diagnose einer Stroma nodosa letztendlich gestellt. 2017 war bei ihm eine Bronchoskopie erforderlich. Es war eine Trachealinfiltration, die biopsiert wurde. Und die histologische Untersuchung ergab Formationen einer oxyphilen follikulären Neoplasie, vereinbar mit einem minimalinvasiven follikulären Schilddrüsenkarzinom. Im gleichen Jahr wurde eine partielle Thrombosierung beider Jugularvenen festgestellt, also ein Tumorthrombus. 3 Wochen später wurde eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt, wo ein vollständig tumoröser Umbau des rechten Schilddrüsenlappen mit einem Durchmesser von etwa 10 cm beschrieben wurde und Trachea war nach links verdrängt und zusätzlich ein suspekter Lymphknoten rechts parajugulär von etwa 1,5 cm. Im Szintigramm war der rechte Lappen komplett kalt und der linke Lappen zeigte einen Traceraptik. 4 Wochen später wurde der Patient von seinem betreuenden Haus dann als prognostisch sehr schlecht und inoperabel entlassen. Und der Patient suchte die Onkologie bei uns im Haus auf und letztendlich haben wir in einer gemeinsamen Besprechung mit Onkologen und chirurgischem Team uns für eine palliative Niertotallobektomie beim Patienten entschieden. Die Operation wurde erfolgreich durchgeführt. Stadium PT4A mit Veneneinbruch. Als Komplikation gab es leider eine Nachblutung und der Patient musste auch reanimiert werden. Das Ganze hat aber letztendlich gut überstanden und wir konnten eine erste Radiojodtherapie 4 Wochen postoperativ mit 100 Milligramm Jod-131 und der Thyrogenesimulation bei ihm durchführen. Und es ergab einen intensiven Uptake im Schilddrüsenbett, paratracheal und auch Speicherungen in der Lunge als Hinweis für bereits stattgefundene Lungenmetastasierung. Und FDGP zeigte hypermetabole Areale ziemlich in allen diesen Bereichen, hinweisend auf ein aggressives Tumorverhalten erneut. Und hier sehen Sie die intensive Speicherung cervical und in den Lymphknoten mediastinal und parajugulär rechts. 6 Monate später wurde die zweite Radiotherapie bei ihm durchgeführt. Etwa im gleichen Areal haben wir intensive Jodspeicherung gesehen. FDGP zeigte wiederum in die gleichen Läsionen. 6 Monate später wurde mit einer höheren Dosierung die Radiotherapie durchgeführt, wobei hier im Vergleich die Aufnahme nach der dritten Therapie und die Aufnahme nach der zweiten Therapie. Hier sehen Sie, dass die Speicherung, die Jodavidität in den Tumorläsionen
massiv abgenommen hat. Hingegen haben wir FTGB durchgeführt und im Vergleich sieht man in der Aufnahme vom Mai, dass die Läsionen im Vergleich zu 6 Monate später im November, die Pipe-metabolen Herde haben hier massiv zugenommen. Das heißt, Jodavidität ist zurückgegangen und Hypermetabolismus in FTGP hat zugenommen. Das heißt, aggressives Tumorverhalten, Jodnegativität in den meisten Läsionen. Daraufhin wurde nach dem Beschluss im Tumorboard Strahlentherapie des Halses entschieden und entsprechend auch 15 Mal durchgeführt. Therapie mit Tyrosinkinase-Inhibitoren wurde eingeleitet, die auch vom Patienten sehr gut toleriert wurde. Im weiteren Verlauf entwickelte der Patient ziemlich massive Schwellung im Gesicht- und Halsbereich. Und nach einer Vorstellung auf der Gefäßchirurgie wurde das als Lymphödem wahrscheinlich mechanisch bedingt im Hals-Gesichtsbereich diagnostiziert. Regelmäßige HNO-Kontrollen wurden beim Patienten auch durchgeführt und in diesem Jahr gab es einen trachealen Tumorpolyp und die Entfernung wurde endoskopisch geplant. Eine Woche vor der Entfernung hat aber der Patient den Tumorzapfen erfolgreich ausgehustet. Hier sehen Sie ein Dotatoc PCT, die wir beim Patienten durchgeführt haben und im Vergleich dazu Jodscan ein paar Monate zuvor mit Jod-121, dass die meisten Läsionen die Jodavidität nicht mehr aufwiesen. Hingegen haben wir intensive Speicherung in den Läsionen mit Somatostatin analoga. Das heißt, wir haben eine hohe Dichte an Somatostatin-Rezeptor-Expression in den Tumorläsionen cervical und mediastinal. Und hier im Vergleich dazu die wenige Jodaufnahme. Aufgrund von diesem Bild im Kupfer-Dotatoc-Bett haben wir uns im Thyroid Board für die Therapie mit Somatostatin-Analoga mit Lutetium 177 markiert entschieden. Die Therapie haben wir entsprechend durchgeführt. Hier sehen Sie die Vergleichsbilder von PCT von Kupfer-Dotatoc im Vergleich zu dem therapie-posttherapeutischen Scan mit Lutetium-Dotatoc, wo eine intensive Speicherung in den meisten Läsionen cervical und mediastinal zu sehen ist. Wir haben die Therapie dreimal beim Patienten durchgeführt, entsprechend dem Protokoll, das wir im Haus wie sonst üblich verwenden, in 3 Monaten Abstand. Und hier sehen Sie das Blutbild und Nierenparameter vor der Therapie und nach der Therapie. Das heißt, auch laborchemisch wurde die Therapie vom Patienten an sich sehr gut vertragen, sodass wir nach 3 Zyklen zumindest klinisch und bildmäßig von einem Stable Disease sprechen konnten. Die Gesichtsschwellung ist besonders nach der 3. Therapie massiv zurückgegangen. Das heißt, der Patient hatte fast schon das Aussehen von vor der Schwellung im Gesichtsbereich. Das war nicht mehr nachweisbar. Was wir als Therapieerfolg an sich interpretiert haben,
Im HNO-Kontrolle wurde kein weiteres endotracheales Tumorwachstum gesehen. Parallel dazu entwickelte der Patient, der hatte jetzt schon einen Leistenbruch und der Leistenbruch hat massiv zugenommen, dass der Bruch ziemlich ausgedehnt war und eine operative Sanierung erforderlich machte und die Operation wurde entsprechend auch geplant. Leider aber, der Patient ist zu Hause vor der geplanten Leistenbruchoperation verstorben. Was die Ursache war, wissen wir nicht. Es wurde keine Obduktion durchgeführt. Es war von den Daten, die wir hatten, war eher unwahrscheinlich, dass er aufgrund von seinem Schilddrüsenkarzinom gestorben ist. Auf jeden Fall ist aber alles offen. Alles andere ist spekulativ. Kommen wir zum Fall 2. Hier handelt es sich um einen 67-jährigen Patienten, der auswärts eine Thyroidektomie hatte mit zentrocervikaler Lymphadenektomie auf der rechten Seite. Histologischer Befund war ein invasives follikuläres Schilddrüsenkarzinom, onkozytäre Variante, Stadium PT3B, N0, postoperativ. Er erhielt 370 Millicurie Kumulativdosis an J131 in den Jahren 2014, 16 und 18 wegen TG-Anstieg. In den uns vorliegenden Arztbriefen, die er mitgebracht hat, wurde posttherapeutisch keine pathologische thyroidale oder extrathyroidale Jodretention beschrieben. Das heißt, das Tumorrezidiv war eigentlich J-negativ. In FDGP wurde eine unspezifisch erhöhte FDG-Retention im rechten Schilddrüsenbett beschrieben. In einer Ultraschalluntersuchung, die bei uns dann durchgeführt wurde, als der Patient bei uns vorstellig war, haben wir eine 2 cm equarme Struktur in der rechten Schilddrüsenloge festgestellt mit Verkalkungen, auch ein 2 cm Rezidiv prälaryngeal und eine equarme Struktur von 1 cm links im Schilddrüsenbett und ein equamer Lymphknoten rechtsservikal von 1 cm. Hier das entsprechende sonografische Bild von dieser inhomogenen equamen Struktur paralaryngal rechts. In FDG-PET wurde die wir durchgeführt haben, ein Hypermetabolismus in der rechten Schilddrüsenloge und im Isthmusbereich, im Bereich von diesen Rezidiven gesehen und beschrieben und auch ein weitere 6 mm große FDG-PET-negative runter der Pulmonalbeizeits, also ziemlich suspekt auf pulmonale Metastasierung. Therapie mit Tyrosinkinase-Inhibitoren wurde vom Patienten abgelehnt. Die vorgesehene Operation, die mit dem Chirurgenteam und Patienten besprochen wurde, war ein komplizierter Vorgang vorgesehen mit möglicherweise notwendiger Teillaryngektomie. Deshalb wurde die Operation nach hinten verschoben. Im Tumorboard haben wir uns entschieden, dass wir eine Radionuklid-Therapie eventuell bei ihm vornehmen. Davor müssen wir ein Somatostatin-PET durchführen, ob die Läsionen Somatostatin-Rezeptoren
aufweisen oder nicht. Dr. Tok, PET wurde durchgeführt. Hier sehen Sie Vergleich von FDG PET und Dr. Tok PET mit Kupfer 64 markiert. Und die Läsionen in diesen koronalen Schnittbildern sehen Sie drei Läsionen paralaryngal beidseits. Und besser vergleichbar in diesen MIP-Aufnahmen. Intensive Speicherung in den Lymphknoten und im Bereich des Schilddrüsenbetts. Sodass aufgrund von der nachgewiesenen hohen Somatostatin-Rezeptorexpression haben wir uns im Thyroid Board für die Durchführung von Peptidtherapie mit Lutetium-Dotatoc entschieden. Die Therapie wurde durchgeführt und wir haben intensive Speicherung in den Läsionen gesehen, auch im Lutetium-Dotatoc-Bett. Hier sehen Sie das ein transaxiales Vergleichsbild von Somatostatin-PCT mit Kupfer-Dotatoc im Vergleich zu SPECT-Aufnahme Lutetium-Dotatoc. Hier die Speicherung para- und prätracheal auf der rechten Seite. Und beim Patienten haben wir bisher drei Therapien durchgeführt. Hier sehen Sie das nach der zweiten Therapie, die Aufnahme in den Läsionen paratracheal etwas im Vergleich zu der Aufnahme vor der Therapie etwas abgenommen hat in Somatostatin PET. Hier ein transaxiales Vergleichsbild. Das Bild vor der Therapie, das Bild nach der Therapie, dass hier die Speicherung etwas abgenommen hat, was wir als Therapie ansprechen gedeutet haben. Andererseits der Lymphknoten, den wir auf dem Rechtsparaingulär hatten, ist größer geworden und intensivere Speicherung ist auch in den Lymphknoten zu sehen. Also bisher hat der Patient die drei Therapien gut vertragen. Es sind keine systemische oder lokale Nebenwirkungen aufgetreten. HNO-Kontrollen waren auch bisher unauffällig, also kein Hinweis für ein intratracheales Tumorwachstum. Subjektiv ist der Patient weiterhin beschwerdefrei. Die vierte Radionukleidtherapie mit Lutetium Dotatoc ist demnächst geplant. Und im Anschluss wird dann die Operation vorgenommen werden. Zusammenfassend kann man sagen, dass Patienten mit jodnegativem Schilddrüsenkarzinom haben bekanntlich eine schlechte Prognose und neuartige Therapieoptionen sind erforderlich und zu erwägen. Die Fälle, die eine hohe Somatostatin-Rezeptorexpression aufweisen, können mittels Somatostatin-analoger PET zur Darstellung gebracht werden und entsprechend auch einer Therapie mit Somatostatin-analoger, wie hier zum Beispiel Lutetium-Dotatoc, unterzogen werden. Es gibt bis jetzt Einzelfälle lediglich in der Literatur, 5 Fälle 2008. Von Kollegin Roll und Kollegen beschrieben und einen Fall von Herrn Asadi in 2019. Und es sind weitere prospektive Studien erforderlich, um den Stellenwert dieser Therapie wirklich auch zu etablieren. Und ich hoffe, dass wir auch mit diesen 2 Fällen etwas dazu beitragen können. Wie Sie gesehen haben, der zweite Fall ist noch offen.
um eine endgültigere Aussage über den Therapieerfolg hier treffen zu können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Meinung, Ihre Erfahrungen bzw. Fragen zu diesem Vortrag, die wir gemeinsam mit anderen Kollegen diskutieren können. Danke vielmals. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bedanke mich, dass Sie gekommen sind online und dort an dieser Veranstaltung teilnehmen. Es sind wieder über 165 Teilnehmer. Ich bedanke mich bei Martha Hoffmann für diese tolle und umfassende Darstellung dieses interessanten Themas, bei Siros Mirsay für die Präsentation der beiden Fallberichte, und ich bedanke mich ein zweites Mal bei dir, dass du deinen Urlaub unterbrichst. Siros ist in Cancun. Ich habe beim Yahoo-Wetter geschaut, es ist 28 Grad und leicht bewölkt dort, und an dieser Diskussion teilnehmen wirst. Es freut mich sehr, dass Andreas Bokesch, einer der Pioniere der Radiopeptidtherapie, sich bereit erklärt hat, als Experte hier mitzureden und sein umfangreiches Wissen hier mit einbringen, dass er sein umfangreiches Wissen hier mit einbringt. An die Teilnehmer im Auditorium möchte ich noch die Mitteilung geben, dass es möglich ist, über Fragen und Antworten Fragen zu stellen, die dann vom Professor Bokesch oder von den Vortragenden beantwortet werden. Ich darf mit einer ersten Frage beginnen. Herr Bokesch, bis zu welcher kumulativen Dosis kann so eine Radiopeptidtherapie durchgeführt werden? Was sind die limitierenden Faktoren? Also wir haben das immer stufenweise gemacht, also in Kursen. Und limitierend ist im Grunde genommen die Knochenmarksdosis oder die Nierendosis. Und sobald wir erkennen, dass wir in Grenzbereiche kommen, haben wir die Therapie gestoppt. Vorhersagen lässt sich das eigentlich nicht gut. Martha? Wir haben das im Endeffekt auch so gemacht. Wir haben eine Dosimetrie gemacht, vor allem bei Patienten, die eben so wie Schilddrüsenkarzinompatienten nicht jetzt im Rahmen der Zulassung wie neuroendokrine Tumorpatienten zum Beispiel behandelt werden, haben wir immer Dosimetrie durchgeführt. Die hilft nicht zu 100%, weil das ja ein dynamischer Prozess ist und sich die Patienten während der Therapie manchmal kränker werden, älter werden. Es hat sich herausgestellt, dass eigentlich die Niere, die oft so als limitierendes Organ genannt wird, gar nicht so das Problem ist, vor allem wenn man eben mit entsprechenden Infusionsbegleittherapien auf die Niere gut aufpasst während der Radiopeptidtherapie. Beim Schilddrüsenkarzinom habe ich eigentlich, da wir die wir behandelt haben, ja weniger Knochenmetastasen hatten, auch das Knochenmark, also das blutbildende System, gar nicht so als Problem gesehen. Ich darf die erste Frage aus dem Auditorium stellen. Claudio Kaku fragt, ob könnte eine BRAF-Mutationsanalyse im Falle eines papillären Schilddrüsenkarzinoms bezüglich einer Radiojodtherapie hilfreich sein? Vielen Dank für die schöne Präsentation. Siros, kannst du bitte deine Meinung dazu sagen? Eine BRAF-Mutationsanalyse bei einem papillären Schilddrüsenkarzinom bezüglich der Radiojodtherapie, ist das hilfreich? Ich muss ehrlich sagen, nachdem die Literatur auch nicht so eindeutig ist bis jetzt, wir machen das ganz pragmatisch. Ganz pragmatisch, indem wir einen Jodscan machen und dann nach dem Jodscan entscheiden,
ob eine Radiotherapie in Frage kommt oder nicht. Und sowieso nach der Operation, die erste Behandlung wird sowieso mit einer Jodtherapie angeschlossen. Und dort kann man auch nachher eine Entscheidung treffen, ob die Läsionen speichern oder nicht. Also wir gehen eigentlich diesen pragmatischen Weg. Ich kann das nur uneingeschränkt so unterstützen. Ob es speichert oder nicht, muss man ausprobieren. Wir haben allerdings eine Redifferenzierungsstudie laufen und da kommt es dann schon darauf an, wie der BRAF-Status ist. Und ich würde auch eben sagen, dass es das BRAF, der BRAF-Status als theranostisches Konzept eben für die Anwendung von BRAF-Inhibitoren dann, also nicht für die Radiotherapie anzuwenden und da nicht als Unterscheidungsmerkmal, ob das jetzt, aber beim radiojodnegativen Schilddrüsenkarzinom ist der BRAF-Status im Sinn von dann speziellen Anwendungsformen von Tyrosinkinase-Inhibitoren schon eine Möglichkeit, dass man es theranostisch anwendet, aber nicht zur Entscheidung, ob man Radiotherapie gibt oder nicht. Da kann ich den anderen Mitdiskutanten nur recht geben. Danke. Ich darf die zweite Frage von Claudio Kaku stellen. Kann heutzutage die Bestimmung von Somatostatin-Rezeptoren durch die Immunhistologie, zum Beispiel bei fortgeschrittenen Schilddrüsenkarzinomen, für die Prognose bzw. die Therapie eine Rolle spielen? Herr Bokisch? Also ich würde eher Nein sagen. Wir reden ja letztlich über eine ziemlich kleine Gruppe von Patienten, die eine Somatostatin-Rezeptortherapie brauchen. Und wie die Metastasen dann reagieren, also welche Expression die dann haben, wenn der Patient das braucht, lässt sich sicher aus dem Primarius nicht vorhersagen. Bitte, was meint ihr dazu? Wenn ich was dazu sagen darf, bin genau der Meinung von Professor Bokisch. Wie wir wissen, dass viele Tumore mit ihren Metastasen heterogen sind, dann gehe ich auch hier eher einen pragmatischen Weg, dass wir ein FDG-PET durchführen, ein Somatostatin-PET durchführen und da sieht man, je mehr FDG, desto schlechter die Prognose, desto aggressiver der Tumor und je mehr Somatostatin-Expression, vielleicht einen möglichen Weg für einen theranostischen Therapieweg. Martha, darf ich dich um deine Meinung bitten? Ich möchte da nur anschließen. Im Endeffekt geht es ja bei der Entscheidung der Therapie beim Patienten um den Thyroglobulinspiegel, um die bildgebende Diagnostik. Und dann haben wir einerseits ja zugelassene Substanzen zur Targeted Therapy, das heißt die Tyrosinkinase-Inhibitoren. Und wenn es dann abseits davon zur Entscheidung kommt, ob man weitere Therapien anwendet, die eben dann Somatostatin-Rezeptor gerichtet wären, ist die Bildgebung mit den schon genannten Substanzen sicher der wichtigste Faktor, mit dem man da arbeiten kann. Sonst müsste man ja aus allen Metastasen, um die Heterogenität festzustellen, histologisches Material gewinnen. Und dafür hat man ja eben die Bildgebung. Das ist ja das Konzept der Theranostik, dass man das Ganze darstellen kann, entweder durch Labormarker oder eben bildgebend und nicht histologisch. Das ist ja praktisch unmöglich, von allen Metastasen irgendwelche Zellen zu bekommen. Denke ich mir. Ja, unethisch, würde ich fast sagen. Und wo es doch so gute Methoden mit der Nuklearmedizin gibt. Was meinen die Referenten über die BTL1-Färbung beim zum Beispiel rezidivierten oder metastasierten Schilddrüsenkarzinom? Ich habe das akustisch nicht verstanden. Was meinen die Referenten über die BTL1-Färbung beim zum Beispiel rezidivierten oder metastasierten Schilddrüsenkarzinom? Da sind wir ja wieder in der Histologie eigentlich. Also ist eigentlich wahrscheinlich, würde ich mal sagen, dieselbe
Sache, weil wenn es ein metastasiertes Karzinom ist, kann ich, wenn ich aus einer Metastase eine Färbung heraushole, immer noch nicht sagen, wie das in den anderen ausschaut. Wäre meine Meinung dazu. Darf ich die nächste Frage stellen von Gerhard Gruber? Was kostet eine Radiopeptidtherapie? Das ist wahrscheinlich eine schwierige Frage, weil das überall anders dann abgerechnet werden kann und in der Niederlassung vermutlich kaum durchgeführt wird. Also im Vergleich zu normalen Chemotherapeutika würde ich sagen, wir sind im deutlich im Rahmen. Also es ist in etwa, wenn man unterschiedliche Provider sich anschaut, im Mittel könnte man sagen, so 8.000 Euro pro Therapie. Herr Bockisch, wie ist das in Deutschland? Sehr heterogen. Ich glaube nicht, dass wir 8.000 Euro in Essen bekommen. Deutlich weniger. Es gibt keine, wir haben ja das DRG-System, da ist das eigentlich nicht wirklich vorgesehen. Da gibt es dann Hilfskonstrukte. Aber eins, das hatten Sie ja schon zum Ausdruck gebracht, relativ zu den Kosten einer Kinasetherapie ist es sehr preisgünstig. Eine andere Frage, wann sollte denn eine Indikation für eine Radiopeptidtherapie gestellt werden? Welche Bedingungen müssen da sein? Wenn ich das vielleicht mal beginnen darf zu beantworten. Die Voraussetzung ist natürlich ein Tumorboard, eine multidisziplinäre Entscheidung, denn das ist eine nicht zugelassene Therapie im Rahmen einer Erkrankung, wofür es zugelassene Therapien gibt. Das heißt, die Tyrosinkinase-Inhibitoren sind sicher die Therapie der ersten Wahl, die auch wirklich ein gutes Wirkungsspektrum haben. So gute Daten, muss man ehrlich sagen, haben wir in der Gesamtheit erstens mal schon von der Menge nicht und auch das Ansprechen selbst kommt in der Statistik nicht an die Wirkung der Tyrosinkinase-Inhibitoren heran, aber es gibt ja Patienten, die darauf nicht ansprechen oder die diese nicht vertragen. Die haben ja doch auch deutliche Nebenwirkungen, ein Nebenwirkungsprofil, das dazu führen kann, dass sie abgesetzt werden müssen. Und wenn dann in einer Gallium-Dotatoc-PET-CT oder Kupfer-64-Dotatoc-PET-CT ein guter Somatostatin-Rezeptor-Status zu sehen ist, dann kann man das im Tumorboard, finde ich, sehr gut vorschlagen, dass man diese Therapie anwendet und dem Patienten auch anbieten. Das wird auch so gemacht, nehme ich an, überall, wo diese Therapie zur Verfügung steht. Darf ich jetzt eine Frage stellen? Die Kombination einer DKI-Therapie mit einer Radiopeptid-Therapie, ich glaube, bei dem ersten Patienten, den Sirus vorgestellt hat, ist ja das so gewesen. Ist das ein neuer Ansatz, ein weiterer Ansatz, um insgesamt effektiver therapieren zu können? Oder auch in Kombination mit einer Immuntherapie oder mit diesen speziellen, wesentlich genauer wirkenden Substanzen, mit den MEK-Inhibitoren und so weiter. Ist das ein Ansatz und ist das denkbar und wird das teilweise gemacht? Herr Bockisch? Also zunächst mal muss man sagen, dass wir von seltenen Einsätzen reden und seltene Einsätze dann in verschiedenen Varianten durchzuführen, braucht natürlich sehr viel Zeit, um dann Erfahrungen zu bekommen. Pauschal muss man sagen, dass die Kinasehemmer möglicherweise, von manchen weiß man es, die Strahlenempfindlichkeit steigern, sodass man dann, ja, sagen wir mal, empirisch vorsichtig eventuell die Dosis reduzieren müsste. Die Hoffnung ist ja immer, dass das Ganze potenziert wirkt. Also wir haben ja nicht viel davon, wenn A plus B entsteht, sondern wir wollen ja mehr als nur die Summe haben.
Und da wissen wir natürlich von vornherein nicht, ob auch die Nebenwirkungen entsprechend hochgehen. Also da kann man nur sagen, im Einzelfall vorsichtig ausprobieren. Aber Evidenz gibt es bis jetzt noch keine, offenbar. Wir haben gewisse Erfahrungen mit Sorafenib und der Lebertherapie, der intravaskulären Lebertherapie. Da hat sich im Laufe der Zeit herausgestellt, dass das Risiko, unter Sorafenib zu behandeln, nicht so groß ist, wie man am Anfang befürchtet hat. Aber das muss man praktisch für jede Kombination einzeln rausfinden. Warta? Also Evidenz gibt es mal auf jeden Fall keine dafür. Das ist klar. Es gibt ja nicht einmal, würde ich sagen, ausreichend Evidenz für die Radiopeptidtherapie beim Schilddrüsenkarzinom alleine. Das heißt, eine Kombination würde ich jetzt auch in der Form nicht sehen, denn wie gesagt, die Indikation ist ja der Moment, wo die Tyrosinkinase-Inhibitoren eigentlich nicht mehr wirken oder nicht vertragen werden. Das heißt, es ist keine Kombination, sondern eine Abfolge. Die Tyrosinkinase-Inhibitoren würden dann beendet werden und erst dann würde die Radiopeptidtherapie beginnen. Und was Herr Bockisch gesagt hat, ist natürlich die Hoffnung für die Redifferenzierung von einzelnen Tyrosinkinase-Inhibitoren wie die MEK-Inhibitoren oder auch BRAF-Inhibitoren. Also da ist es im Endeffekt so, dass wir darauf hoffen, dass diese Studien zu neuen Erkenntnissen führen, dass man die Radiotherapie vermehrt anwenden kann, die ja doch beim Schilddrüsenkarzinom die Therapie der ersten Wahl ist und bleiben wird. Siros, möchtest du auch Stellung nehmen? Ja, gerne. Ich kann nur unterstreichen, was die Kollegen schon bis jetzt gesagt haben. Und wichtig ist, dass man mit Onkologen eng zusammenarbeitet, weil nachdem wir zumindest, ich kann für meine Klinik sprechen, dass wir in der Nuklearmedizin wenig Erfahrung mit Tyrosinkinase-Inhibitoren haben, dass wir symptomorientiert parallele Therapien machen und dass ein Onkologe, der mehr Erfahrung damit hat, symptomorientiert die Dosierung von Tyrosinkinase-Inhibitoren vorgibt. Und das hat er auch immer wieder rauf und runter getan. Und soweit war es auch eigentlich gut vom Patienten toleriert. Es ist jetzt über die Redifferenzierung auch gesprochen worden, kurz. Und da ist noch eine Frage von Klaus Strobel, wann sollte man eine Redifferenzierung mit DKI in Erwägung ziehen und wie sollte sie ablaufen? Also, Herr Professor Bockisch, bitte. Als erstes würde ich sagen, die sollte auf jeden Fall im Rahmen einer Studie ablaufen. So Einzelfallerkenntnisse bringen einen da nicht weiter. Die Chancen sind ohnehin, sagen wir mal, dafür, dass wir am Ende der Therapiekette stehen, nicht so schlecht, weil es vielleicht einem Drittel der Patienten helfen wird. Aber eben nur helfen und heilen wird man da niemanden mehr. Und aus meiner Sicht ist es sozusagen ganz klar, wenn man nicht mehr weiterkommt und das nicht mehr weiterkommen, da ist für mich schon die Frage vor oder nach TKIs. Also ich denke, dass es adäquat ist vor einer TKI-Behandlung, wenn man eine Chance sieht für eine Redifferenzierung, das zu erproben. Und erproben heißt bei uns, der Patient würde eine J124-PET-Untersuchung bekommen, speichert nicht ordentlich, sonst würde man ihn ja gleich radiotherapieren, dann kann man so etwa 3 Wochen lang entsprechend des BRAF-Stadiums Status ihn behandeln, macht nochmal eine J124-Diagnostik und stellt dann fest, dass 2/3 der Patienten nicht geeignet sind. Jedenfalls ist das unser aktueller Stand über den Daumen gepeilt.
und von denen, die geeignet sind, muss man einfach sagen, dass die mit wesentlich geringeren Kosten und wesentlich weniger Nebenwirkungen eine geraume Zeit Ruhe haben können, während die TKIs ja ihre Nebenwirkungen die ganze Zeit produzieren, konzentrieren wir unsere TKI-Redifferenzierungsnebenwirkungen auf wenige Wochen. Aber das ist natürlich eine Sache, die meines Erachtens wirklich nur im Studienrahmen geht. Und es sind ganz wenige Patienten, die da in Frage kommen. Siros, macht ihr so Redifferenzierungsversuche? Ehrlich gesagt, wir haben nicht so viele Therapie-Refraktärerten in meiner Abteilung und bei diesen zwei haben wir das nicht gemacht, weil der eine Patient hat ja sowieso das abgelehnt und bei dem anderen haben wir ja Dr.-Therapie gemacht. Und zwischendurch, ein J-Scan habe ich ja auch gezeigt, war einige Monate schon TKI den Patienten gegeben worden, da war keine J-Speicherung zu sehen, also das heißt, bei ihm hat es zumindest nicht viel gebracht bei einer Redifferenzierung. Und Marta, hast du Erfahrungen mit dieser Kombination? Nur aus den Studien, nur im Rahmen der klinischen Studien, die derzeit laufen, eben mit MEK und BRAF-Inhibitoren. Ich habe selber mal, weil es ja auch immer geheißen hat, dass Sorafenib zum Beispiel gar keine Fähigkeit zur Redifferenzierung hat. Ich kann nur von einem Einzelfall berichten, von einem Patienten, der jodnegativ war, über Jahre Sorafenib bekommen, also Jahre, oh ja, es waren glaube ich wirklich Jahre, das dann nicht mehr vertragen hat, beziehungsweise nicht mehr nehmen wollte. Und da gab es dann den Wunsch, der an uns herangetragen wurde, der Patient wurde eben an einem anderen Institut betreut, dass man doch eine Jod-Szintigraphie macht, um eine Jodtherapie zu machen. Und der war dann, ich kann aber nicht sagen, ob er vorher wirklich so richtig jodnegativ war, bevor die Tyrosinkinase-Inhibitortherapie durchgeführt wurde, war der wirklich deutlich jodpositiv und hat dann auch auf eine Radiotherapie angesprochen. Das ist ein Einzelfall. Einzelfälle sind nie wirklich hilfreich, aber in dem Fall für den Patienten war es extrem hilfreich. Also der war sozusagen nach Sorafenib wieder jodpositiv und hat gut angesprochen auf zwei Radiotherapien, die er dann bekommen hat. Mehr kann ich dazu nicht sagen, aber jedenfalls kann ich nur dem Kollegen Bockisch recht geben, so etwas muss in klinischen Studien gemacht werden, weil das ja auch wichtig ist, dass diese Patienten Daten erhoben werden und eingeschlossen werden, weil es gibt nicht viele Patienten, wo das angewendet werden kann. Und wenn diese dann in Einzelzentren behandelt werden, dann ist das ein Verlust für die weitere Forschung an diesen Substanzen und ist auch möglicherweise für den Patienten, weil es möglicherweise nicht richtig angewendet wird, dann auch eine Gefahr. Ich habe noch eine Frage zum prostataspezifischen Membranantigen. Diese Diagnostik, dass da 74% der Gefäße vom Tumor und 100% der Gefäße von den Metastasen dieses Merkmal aufweisen, das widerspricht sich ja irgendwie mit dem Therapieerfolg, wobei ja da nur zwei Patienten gezeigt werden konnten und vielleicht ist das bei einem größeren Kollektiv anders. Ich glaube auch, da ist sicher noch nicht das letzte Wort gesprochen. Man muss ja auch sagen, dass sehr, sehr viele Patienten im Somatostatinrezeptor PET sehr positiv sind, von differenzierten Schilddrüsenkarzinomen, aber dann auch in der Radiopeptidtherapie mit somatostatingerichteten Analogern das Ansprechen oft ein bisschen frustrierender ist, als man es erwartet. Und dasselbe wird hier vielleicht gelten, es sind Einzelfälle, die dieser Therapie dann zugeführt werden sollten oder können. Und auch da braucht man in Wahrheit klinische Studien, in denen man anwendet, prospektive Studien. Also das sind diese zwei Beispiele eigentlich eben nur einfach eine Aussicht auf, was noch kommen wird. Herr Bockisch, wie ist Ihre Meinung dazu? Ich denke, da kann ich jetzt nicht kompetent beisteuern. Okay.
Cyrus, hast du da Erfahrungen? Ich kann mich Herrn Professor Borkis nur anschließen. Okay, also das ist ein schmaler Grat und die Zukunft wird es zeigen, ob das was bringt oder nicht. Diese Lutetium-Dotadoc-Therapie bei Schilddrüsenkarzinompatienten ist ja eine neue, vielversprechende Therapieoption und man wird sehen, ob sich das so etablieren wird und auch bei dieser kleinen Gruppe Patienten geholfen werden kann. Wobei ja das Problem immer ist, dass das insgesamt sehr wenige Patienten sind und da die ganzen neuen medikamentösen Therapieformen da sind, und das sehr schwierig ist, dann entsprechende Fallzahlen zu bekommen und eben da Erfahrungen und Daten zu sammeln. Es gibt noch eine Frage von Roswitha Köberle. Ab wann machen Sie zum Radiojod-Scan auch ein FDG-Bett dazu? Herr Professor Bokisch? Bei jedem höheren Risiko. Und bei Metastasen sowieso. Damit man ein Flip-Flop-Phänomen nicht übersieht, vermutlich nicht. Siros? Entschuldigung. Ich wollte nur sagen, das Flip-Flop stimmt nicht so ganz. Ein Flip-Flop ist ein bistabiler Schalter, da gibt es nur A oder B. Und Jodspeicherung und FDG können durchaus nebeneinander vorliegen. Kann ich nur zustimmen. Es war nur die Überschrift von der Arbeit, die ich gebracht habe. Aber im Endeffekt ist es genau das, was ich ja auch gezeigt habe. Es gibt Metastasen, die nehmen Jod auf und FDG. Es ist aber dann trotzdem so, dass der FDG-Uptake in den jodpositiven Metastasen ein prognostisch ungünstiger Faktor ist. Aber es ist im Endeffekt natürlich kein Schwarz oder Weiß, weil es Schwarz und Weiß, wie wir wissen, in der Medizin nicht gibt. Möglicherweise nimmt in gewissen Metastasen die Jodaufnahme über die Zeit ab und der FDG-Uptake nimmt zu im Sinne einer Enddifferenzierung, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Es gibt keine Fragen mehr aus dem Auditorium. Darf ich Sie noch um ein Abschlusswort bitten? Herr Bokisch? Also ich kann mich nur beeindruckt zeigen über Ihre Aktivitäten. Das finde ich sehr gut. Und die Thematik ist ja, denke ich, umfassend dargestellt worden. Wir haben eine Gott sei Dank nur kleine Zahl von Patienten, bei denen diese speziellen Dinge angewandt werden müssen. Und umso wichtiger ist es dann bei so seltenen Dingen einen entsprechenden kompetenten Austausch zu haben. Martha? Ja. Ja, ich kann mich dem einerseits nur anschließen. Also finde es eine gute Initiative, dass es diesen Online-Donnerstag gibt, wo so spannende Themen besprochen werden mit Gästen wie dem Herrn Bokisch, der doch eine wahnsinnige Erfahrung hat, was das Schilddrüsenkarzinom betrifft und eben therapeutische Maßnahmen, therapeutische Neuerungen, Zukunftsideen immer wieder angestoßen und mitgetragen hat, was wirklich großartig ist. Und was zu dieser Dotatoc-Therapie zu sagen ist, ist einfach, oder somatostatin-rezeptor-gerichteten Therapie, in jeder Form, es können ja Agonisten, Antagonisten sein, was auch immer da noch auf uns zukommt, ist gar nicht mehr so neu und ist sicherlich eine Nische fürs Schilddrüsenkarzinom, die man einfach nicht vergessen soll. Man sollte sich jetzt nicht darauf stürzen und sagen, das ist die Form, die man sofort anwendet, wenn Jod nicht mehr wirkt. Das wäre vor allem ohne klinische Studien sicher der falsche Weg. Es ist aber eine Möglichkeit für die wenigen, wenig differenzierten, entdifferenzierten Patienten, die auf Jodtherapie nicht mehr ansprechen, die für Tyrosinkinase-Inhibitoren nicht in Frage kommen, eine wertvolle Methode, die man dann auch anwenden sollte.
Herr Sieros. Ja, ich kann mich auch nur herzlich bedanken für diesen sehr, sehr wichtigen und interessanten Austausch. Es ist eine Nische, wo wir unseren Patienten irgendwie helfen wollen. Es gibt die Patienten, die iodrefraktär sind, und es ist gut, dass wir von nuklearmedizinischer Seite auch etwas dazu beitragen können, zumindest bei guter Lebensqualität einige Monate an Lebensverlängerung zu erreichen. Ich glaube, es ist möglich, aber es ist auch sehr viel noch offen, die in Zukunft geklärt werden müssen. Danke vielmals. Ich möchte mich vor allem bei den Referenten und Diskutanten bedanken, dass die sich bereit erklären und teilnehmen und ihre Präsentationen hier zeigen. Und das ist schon das Stichwort. Ich möchte auf die nächsten Aktivitäten der Schilddrüsengesellschaft hinweisen. In einer Woche, am 26. November, findet die Herbstfortbildung auch online statt. Es gibt einen chirurgischen Part. Da geht es um die präoperative Diagnostik, welche Information braucht der Chirurg, und dann ein meiner Meinung nach sehr interessantes und immer wichtiger werdendes Thema: Magenbypass nach Thyroidektomie und umgekehrt Thyroidektomie nach Magenbypass. Es gibt einen zweiten Teil bei der Herbstfortbildung, den endokrinologischen Teil. Da geht es um Wechselwirkungen der Schilddrüse mit anderen endokrinologischen Organen. Es gibt noch einen weiteren Schilddrüsendonnerstag in diesem Jahr, der ist am 16. Dezember. Das Thema ist die konnatale Hypothyreose, um auch die pädiatrische Thyreologie in den ganzen Themenkreis hineinzubringen. Nächstes Jahr, am 13. Jänner, gibt es einen Schilddrüsendonnerstag, Hot Topics in der Thyreologie. Das wird sicher sehr interessant und spannend. Vom 19. Jänner bis 22. Jänner findet die Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Nuklearmedizin und molekulare Bildgebung statt. Da gibt es eine gemeinsame Sitzung der Arbeitsgruppe Schilddrüse mit der Österreichischen Schilddrüsengesellschaft. Und den Schilddrüsendialog 2022, alle zwei Jahre wiederkehrende Tagung der Österreichischen Schilddrüsengesellschaft, die findet vom 17. bis 19. März hoffentlich wirklich in Seefeld statt. Und wenn es das nicht so ist, dann wird es einen Online-Kongress geben. Sie können sich zu den ganzen Online-Fortbildungen über die Website der Österreichischen Schilddrüsengesellschaft anmelden. Das geht recht einfach. Ich bedanke mich noch einmal bei den Referenten, beim Diskutanten Herrn Bockisch und auch bei allen Teilnehmern und Zuhörern, die heute Abend dabei waren. Vielen Dank, schönen Abend, schönes Wochenende. Danke. Danke.